Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Emmering. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, hier sitzt jetzt die Frau Schieder in der zweiten Reihe. Ich bin hier beim Musikverein Emmering, liebe Zuschauer. Der Walter ist der Chef, der Dirigent, der wird noch angestimmt. Alle haben sich freigenommen. Und es ist eine kurze Probe heute tagsüber, wobei es, glaube ich, dann schon in den Sonnenschein hineingeht. Servus. Ah, hinterste Reihe ist immer die beste, oder? Die beste. Saxophon, das ist aber Großsaxophon, da kenne ich mich gar nicht aus. Was ist denn das für ein Großsaxophon? Ein Bariton-Saxophon. Ach, das ist ein Bariton-Saxophon. Das habe ich noch nicht gesehen. Das muss spielen, wenn du mit so jungen Madeln zusammenspielen willst. Bringt das noch was bei dir? Nein, aber das ist so schwer, das können die Jungen nicht spielen. Ach so, verstehe. Macht ihr weiter, wir sind, ich stelle gerade ein bisschen die Leute vor. Oh, Xylophon. Glockenspiel. Ach, nein, Glockenspiel. Nicht so wegen Ausspielnetzer, gell? Der Walter hat mich geladen. Ich wollte bloß wegen die hinterste Reihe. Warum stehst du denn eigentlich hinten? Dich am Platz, oder? Dich am Platz musst du hinten stehen. Ja, glaub schon. Ja, ist halt so, gell? So, jetzt müssen wir ihn anspielen. Achtung. Die spielen sich nämlich gerade warm, liebe Zuschauer. Leider habe ich nichts mehr zum Song. Nichts mehr, jetzt bin ich dran. Walter, servus erst einmal. Grüß dich. Hast du alles im Griff? Jetzt nicht mehr. Ich finde super, Schlagzeugerin. Ich war gerade hinter dir gestanden. Hast du das gemerkt eigentlich? Ja. Ja. Gott sei Dank ist es wieder weitergegangen, gell? So, singt mal alle in die Kamera. Servus, das ist der Musikverein Emmering, den es wie lange schon gibt eigentlich? Also gute 15 Jahre. Im Herbst hatten wir 15-jähriges Jubiläum. Oh, du bist Mitbegründer? Nein, leider nicht. Ich bin seit 10 Jahren dabei. Ich bin 10 Jahre Dirigent und wir haben unter uns ein Gründungsmitglied. Der welches wäre? Der Ferdl. Ferdl! Er ist Gründungsmitglied und Leiter von der Blaskapelle Emmering, aber das kann er da, glaube ich, auch sehr. Ferdl, Chidri kommt zu dir. Servus. Trompete. Ja, genau. Also warum gründet man einen Musikverein vor 15 Jahren oder dann vor 16? Ja, damit wir Nachwuchs haben, weil die Blaskapelle gibt es schon seit 40 Jahren. Das sind lauter ältere Leute, so wie ich. Und wir haben uns vor 15 Jahren gedacht, Emmering muss ja irgendwie weitergehen, wenn wir nicht mehr da sein. Deswegen haben wir gesagt, du bist noch da, fährt jetzt noch halt nicht genau. Gleich so. Bist schon was zum Trauerzug spielst? Jetzt hör mal auf. Also, du bist ja noch spielen, wir sind noch fit, wir spielen immer noch die Blaskapelle Emmering. Ich finde es so super, da in der Mitte die zwei Damen. Darf ich mal ganz kurz fragen, so, wo die Nachbarn sind heute? Ich habe keinen Nachbarn, ich bin die Einzige hier. Ach so, und du hast auch keine Nachbarn? Nein, die zwei sind in der Arbeit. Ach so, und ihr habt es frei. Ja. Wie ist das so mit der Probenmoral? Mal so super. Unter uns gesagt. Wirklich? Alle brav. Walter? Ja. Alle fleißig? Ja, fleißig. Ab und zu war es ganz nett, wenn es zahlreicher da sei. So, habt ihr es gehört? Aber sonst ist alles gut. Die Stimmung ist immer wunderbar. Bei uns geht es eigentlich ziemlich locker zu. Mhm. Es ist nicht streng, weil in der Schule ist es so. Da müssen so viel lernen. Und bei uns ist eigentlich Entspannung pur. Ist das so? Das soll ja auch frei sein. Aber viel Mädler habt ihr da so. Also mit ihr, erste Reihe, also nur Mädels? Mit den Burschen, mit den Jungen, was ist da so, Walter? Ja, die Mengen, die gehen zum Fußball spielen.
Ja, aber eher an den Wind Chimes, er ist dabei. Das ist der Wind Chimes Boy. Der Wind Chimes Boy ist halt, er ist eigentlich unser erster Schlagzeuger. Und er tut sich mit der Sarah abwechseln. Jetzt macht die Sarah Grozet. Und das ist ja wichtig, weil der Jakob oft nicht dabei ist. Okay. Und dann ist die Sarah manchmal aloha. Und deswegen muss ich jetzt langsam alle Titel einlernen. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Das dauert 2-3 Jahre, schätze ich einmal. Dürfen wir mal einen Titel hören? Ja, wir spielen jetzt einmal Irish Dream. Irish Dream? Das ist ein Titel, den bereiten wir vor für unser nächstes Konzert. Wir haben nächstes Jahr ein Jahreskonzert und unter anderem spielen wir den. Bitte, ja. ich setze mich da zu dir, zum Bariton. Ja, ja. Damit du mal das Gefühl hast, dass das Bariton Saxophon was bringt, dass ein junges Mädel neben dir sitzt. Schau her. Du hast es jetzt endlich geschafft. Wer ist denn der Name? Horst. Horst, ist Marion, grüß dich. Horst, pass auf, und wäre man nicht nervös, scheint deine Noten nicht zu machen. Okay. Ich spiele Zither, aber das auch nicht. Ja, hol mal. Nicht für bei euch. 220, bitte. Da jetzt nicht flirten, Horst. Aufpassen. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Emmering. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, jetzt sind wir immer noch beim Musikverein Emmering. Die Dame dürfen wir auch mal kurz vorstellen. Servus. Servus. Name? Monika. Das ist die Monika. Und die Monika macht was? Beim Musikverein zuschauen und zuhören. Ich bin die erste Vorsitzende. Sachsen, die. Du bist Chefin, oder? Ja. Also zumindest das organisatorische oder die organisatorische Chefin. Monika. Ich muss immer gucken, dass alle Termine geplant werden. Ja, und ist das manchmal anstrengend, oder? Ja, schon. Wirklich? Ja. Warum ist es? Weil man alle unter den Hut bringen muss, gell? Ja, schon. Konzerte, E-Mail schreiben, Anmeldungen machen, allgemeines Blabla und so weiter. Spielst du auch ein Instrument? Nein. Das ist ja Wahnsinn. Aber vielleicht ist das die notwendige Distanz, die man braucht, oder? Ja. Ja, das ist der Künstler. Ja, klar. Wie ist es denn so, wenn man mit dem Dirigenten immer absprechen muss? Das ganz ist easy. Echt? Das funktioniert super einfach, weil der Walter ist zuständig für das ganze Musikalische und ich mache das, was drumherum ist. Also wenn wir unser Jahreskonzert haben, dass wir die Räumlichkeiten haben, dass wir die Einladungen schreiben, dass wir die Plakate fertig machen und dass wir die Programme erstellen, wobei der Walter natürlich das Programm macht. Wir machen ja nur das Technische, wobei ich das ja nicht alleine mache. Ich habe ja noch drei weitere Assistenten. Nö, wir sind ein Team. Das ist klar. Ich habe keine Assistenten, wir sind ein Team. Das aber die ist cool. Leider nicht kommen. Na ja, gut, das ist ja trotzdem eine Masse an Menschen, die da ist. So, jetzt mal ganz kurz von jung und alt. Also, das ist natürlich schon generationsübergreifend. Horst. Natürlich. Der Jüngste. Der Jüngste. Aber so, wenn man, also jetzt gehen wir, lass mich mal da schnell rein. Dann gehe ich einmal da her zum Tenorhorn. Tuba. Ich kann super bei euch anfangen. Ja. Gibt es mir irgendein Blasinstrument? Es ist wurscht. So, da sitzen jetzt zwei Generationen beieinander. Funktioniert das alles ganz gut. Hörst du auch manchmal auf ihn, was er sagt oder was er bläst und so? Ja, schon. Ja. Wenn nicht, dass er da manchmal Zeit rein hat, weil es falsch geblasen ist oder irgendwas. Genau. Ja. Der Ritter, wenn ich für die Woche vor dir stehe, da geht der Mund ständig auf und zu und du denkst, was redet der eigentlich? Nein, nicht. Es ist ja nur anständig und höflich ist sie. Ja. Der hinterste Reihe fangen wir an. Oh, jetzt kommst du ans Schlagzeug dann. Ja. Das ist cool. Ich finde Mädels am Schlagzeug übrigens auch sehr gut. Aber Jungs am Schlagzeug, du weißt schon, was das für eine Aufgabe ist in einem Orchester, ne? Ja. Das, ja? Weißt du es? Ich wollte es dir gerade sagen.
Das sind die Begehrtesten. Nein, 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 wir reden von ganz anderen Dingen. Das sind die Begehrtesten. Weißt du das eigentlich? Nee, bis jetzt noch nicht. So, jetzt habe ich es gesagt. Walter, ist doch so. Schlagzeug kommt ganz gut an. Schlagzeug ist da fast, okay, natürlich sind alle wichtig, aber Schlagzeug ist halt natürlich sehr wichtig. Da kommt eine zu spät. Servus. Wer ist das, wenn ich fragen darf? Der Klassiker, die immer zu spät kommt. Und die heißt wie? Sabrina. Sabrina, ja. Welches Instrument? Querflöte. Ich bin die Marion. Hi. Hol dir dein Instrument raus. Gründungsmitglied. Auch? Was? Warst du damals eins oder wie alt warst du? Danke. Na, wie alt warst du denn? Ja, boah, 16 Jahre ist es her. Mit 16 Gründungsmitglied? Nee, 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 schon früher. Aber es ist 16 Jahre her. Du, wir haben nicht mehr viel Zeit. Du musst die Querflöte auspacken. Jetzt gibt's ein Stück. Sag einmal, mach die Tür wieder zu. Wo waren wir denn? Ha? Waren wir nur wegen der Mittagspause oder so? Ich hätte 100 drin. Da würde ich. Habt ihr sowas wie eine Kasse, wenn jemand zu spät kommt? Ganz kurz noch die Frage. Eine Kasse haben wir nicht, aber was bei uns ganz was Besonderes ist, also seit ich Dirigent bin, gibt es nach jeder Probe Milka mit Nuss. Das ist die Schokolade, die wo mich so schön rund macht. Und das möchte ich auch schön weitergeben. Ich verteile mal und ihr könnt euch schon mal auf das Musikstück einstellen. Macht du schon mal Can't Take My Eyes Off You? Jawohl. Genau. Hast du ein Schokolade? Wo ist denn? Hier, da. Schau hier, da. Wunderbar. Oh, super! Also. Dieser Kühlschrank ist nur Milka. Oh, ich drehe so durch. Ich muss für zwei essen, passt schon. Jawohl. So, also fangt an. Can't Take My Eyes Off You. Wunderlach. Eins, zwei, ganz ein toller Verein. Musikverein Emmering. Die Menschen werden hier belohnt mit Schokolade, mit Nüssen. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Gute Zeit. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Emmering. Wechseln Sie jetzt!